Tja, und dann mal anfangen, dort überhaupt hinzukommen zu den ersten Business Angeln, gibt es ja natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Mittlerweile, nicht nur hier in Berlin, sondern in der ganzen Bundesrepublik, hat man tolle Möglichkeiten mit sogenannten Accelerator-Programmen, das, sag ich mal, Gründen leid vielleicht rauszubekommen, ob das genau für einen das Richtige ist. Es gibt viele Unternehmen, die das sponsern, die das zum Teil exklusiv sponsern, wie zum Beispiel Themen Axel Springer, Plug and Play, Metro, Techstars. Das sind alles Formate, wo ich auch immer gerne als Mentor unterwegs bin, wo natürlich die Firmen am Anfang regelrecht geschult werden, ihre Idee stärker eben zu schärfen, in verschiedenen Wochen eigentlich eine ganze Klaviatur von Themen besprochen wird, von der ersten Markteinführung bis hin zum Marketing, später dann aber auch natürlich gewisse Exit-Vorbereitungen. Also die Firmen werden richtig toll geschärft, sodass man dann am Ende eines Accelerator-Programmes auch entsprechend sehr erfolgreich meistens Finanzierung mitbekommen kann. Und das ist natürlich ein super Vorteil, weil man dort aufgenommen wird in so einem Accelerator-Programm, hat man die Möglichkeit, ganz automatisch tolle Unternehmer kennenzulernen, die mit einem gerade auch zusammenarbeiten, aber auf der anderen Seite auch einen tollen Zugang zu sowohl Business Angeln als auch Venture Capitalisten. Und so kriegt man eigentlich direkt dieses Netzwerk mit. Also überlegt euch das zu machen, wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, ob ihr selber dieses Netzwerk habt, ob ihr es nicht durch solchen Accelerator-Formate entsprechend mitbekommen wollt. Ja, und natürlich gibt es noch eine Sonderform. Das ist auch das, was wir machen. Das ist das klassische Company Building oder ein Inkubator, ja, wo jemand einen regelrecht unterstützt, direkt von Anfang an Gesellschafter wird und mit einem zusammen diese Ideen ausbrütet. Deswegen ja auch eben Inkubator. Bei uns ist es so, dass wir alle Firmen, die wir aufbauen, grundsätzlich auch finanziell unterstützen. Aber das Finanzielle ist bei uns eigentlich eher nachgelagert. Wir starten jede Firma mit ungefähr 250.000 Euro, haben nochmal die Möglichkeit, insgesamt bis zu maximal 3 Millionen aktuell zu finanzieren. Und das hilft uns natürlich extrem, nicht nur in der ersten Phase überhaupt mal das Produkt austesten zu können, sondern eben auch in der zweiten Phase, in der Seed-Runde oder auch in der dritten Phase dann im Prinzip, wenn wir eine A-Runde machen, diese Firmen auch massiv finanziell zu unterstützen. Und wichtig ist es natürlich, dass wir das, was ein Accelerator-Format in wenigen Wochen macht, dass wir das über mehrere Jahre natürlich mit einbringen wollen in die Gesellschaft. Und für uns ist es an der Stelle auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir immer sehr, sehr stark engagiert sind mit den jeweiligen Gründern. Oftmals sind es Themen, die ganz normal sind eigentlich, wo man in Anführungsstrichen nur Händchen halten muss, wo man dem Gründer gut zusprechen muss. Aber vielfach, und deswegen arbeiten wir auch mit einem sehr, sehr großen Team zusammen, ist es so, dass man Spezialwissen braucht, dass man den Experten braucht, der einem wirklich hilft, der einen nach vorne bringt und entsprechend mit einem zusammen die Idee viel, viel schneller und auch besser umsetzen kann. Und das ist natürlich ein großer Vorteil in einem Company-Building-Konstrukt. Wenn ihr darüber speziell mehr erfahren wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail, schickt hier was ins Forum rein. Wir sind super gerne auch für euch da und besprechen mit euch die neuen Ideen.